Hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Scrap Havoc. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Neuxoch und wir legen auch gleich los. Heute wieder mit der Free Fall Tower. Und zwar habe ich das Problem gefunden, nicht Dödeli. Und zwar kann der sich ja gar nicht mehr einfahren da oben, weil das ja komplett zu ist. Deswegen habe ich da oben, wie man sehen kann, eine Lücke gemacht. Wir werden uns das jetzt mal gleich anschauen von oben, um genau zu wissen, wo wir eigentlich zumachen können. Ja, genau. So, okay. Wir nehmen jetzt hier mal den Set. Dann haben wir hier den da und den da. So. Setzt Bots mal. Was macht der hier nochmal? Was macht der denn nochmal? Der Knopf. Ah, die Pistons dann ausfahren. Okay, genau. So, okay. Also, als erstes müssen wir jetzt zwei drücken, damit wir lösen. Da müssen wir. Achso, das geht dran. Naja, gut. Dann müssen wir hier das hier runterfahren. Ne? Da können wir hier dann hier den Haken setzen. Klick-Klack. Müssen wir mal gucken, ob wir da kleine Rohre benutzen. Weil es saugt ein bisschen an den FPS, dass der da so wenig Platz hat. Wenn wir hier tatsächlich hier mit kleinen Rohren dran gehen, hat der ein bisschen mehr Platz. Und wir haben ja auch gesagt, dass wir das vielleicht miteinander verbinden sollten dann. Aber das machen wir dann später. Jetzt macht das nicht viel Sinn, weil wenn wir das jetzt dann hochfahren und wieder runterfahren, dann ist das ja eh schon alles gelöst. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Na, wir müssen ja jetzt im Prinzip den Knopf da drücken und gleichzeitig in dem Ding hier sitzen. So, okay. Da fährt er nach oben. Sehr schön. Okay, genau. So, ich hoffe, ich kann jetzt aufstehen, ohne runterzufallen. Ja, gut, Gott sei Dank. So, und zwar konnte der hier nicht rein, ne? Da war kein Platz mehr. Weil wir hier ja zu hatten. Das dürfen wir natürlich jetzt nicht machen. Wir müssen das jetzt so machen, dass der dann da hinein kann. Mit seinen Stangen. So. Ah, das ist eine gute Höhe. Genau, das müsste die gleiche Höhe sein. Jetzt schauen wir mal. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich will nicht runterfallen. Das muss der dicke rote hier sein. Er sagt jetzt hier noch ein. Ne, dann machen wir hier einen weg. Na, lieber ein bisschen mehr Platz, als zu wenig. So, und dann hier oben lassen wir offen. Das müssen wir dann hier noch ein bisschen fortsetzen, weil so soll das ja dann am Ende nicht aussehen. Ach, schau her. Da haben wir einen vergessen. Ne. Ah. Oh Gott. Ah, den kann, das können wir. Ach, ich vergesse das immer. Das bringt uns ja jetzt gar nichts, das jetzt zu machen. Weil wir das Ding ja dann neu stellen müssen. So kann man ja wirklich ans Limit gehen. Okay. Genau. Und dann. Jetzt müssen wir leider so runterhüpfen. Boah, da merkt man erstmal, wie hoch das ist. So, und jetzt. Welchen müssen wir drücken? Warte mal. Ich glaube, den hier. Können wir lösen? Nee, das war der falsche. Scheiße. So, den hier. Zack, und. Ja, gut. Warum passiert denn nichts? Jetzt können wir. Was machen wir denn jetzt? Na, wie finden wir das jetzt raus? Wir müssen uns beeilen und schnell nach oben gehen und gucken, wo das Problem ist. Warum? Er hängt auch leicht schief. So, schauen wir mal. Was ist passiert? Okay, also hier ist definitiv der Haken raus, aber hier nicht. Warum?
Okay, was können wir machen? Vielleicht. Ja, ich habe eine Idee, was wir machen können. Also wenn das jetzt ab wäre, ne, dann würde das jetzt hier so runtergehen. Wenn da nicht ein Sitz wäre. Okay. Oh, halten wir mal. Wow. Halten wir mal fest. Also, wir haben ein bisschen was zu tun. Delete. Da kommt der Wagen. Also, wir müssen den Wagen ein bisschen ändern. Also sprich, das Ding hier muss anders da werden, damit der da irgendwie leichter rausflutscht. So, das können wir eigentlich. Dann machen wir das mal so, ja. Und dann nach unten. Ja, das drückt ja eigentlich eh da dran. Also eigentlich müsste das einwandfrei so klappen. Aber verschreien wir es nicht. Aber warte mal, so würde das nicht gehen. So würde es gehen. So, genau. Also, es geht da rein und dann hakelt sich das da hinein. So, das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Kann man das noch miteinander verschweißen, dann hat das auch ein bisschen mehr Druck miteinander. Genau, haben wir das mal. Ich hoffe, dass das jetzt hilft und dass das ein bisschen besser funktioniert. Ich hoffe es. So, dann müssen wir jetzt noch mal nach oben. Ne, müssen wir eigentlich nicht. Können wir auch später machen. So. Ah, gut. So, der Schweizer. So, okay. Also, alle gute Dinge sind drei. Keine Ahnung. So, einmal Shotgun zum Lösen. Dann fahren wir hier diesen netten Freund runter. Fahren hier aus. So, jetzt ist der hier so hier drin, ne? Ah, warte mal, guckt mal. Müssen wir uns merken. Vielleicht müssen wir dann eins weniger machen. Nehmen wir das. Er muss den ja schon so ein bisschen anheben. Der ist ja sowieso bei 11. Ah, der ist nicht bei 11. So. Oh, lass mich doch rüber. Siehst du denn nicht, dass der ein Problem hat mit der Nand? So, genau. Ich hoffe, dass das hält, ne? Also es sieht jetzt nicht so vertrauenswürdig aus. Aber schauen wir mal. So, jetzt den hier. Das geht ganz gut. Oh, er wird schief. Und das nicht zu knapp. Oder sieht das nur so aus? Ich bin mir nicht sicher, ich bin nicht oben. Na gut. Lösen wir mal. Okay, Freefall funktioniert so auf jeden Fall schon mal. Bam! So, jetzt holen wir den ganzen Haufen hier wieder runter. Ach so. Muss man hier wieder ausfahren und dann runterfahren, weil da kann er ja. Hä, wieso geht das nicht? Konnte doch auch hochfahren so. Jetzt fahren wir nochmal aus. Ne? Jetzt ist er aus. Aber ich habe das Gefühl, der linke fährt nicht aus. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Versuchen wir es einfach nochmal. Der hängt da. Ja, warum denn? Ja, schaut, der ist. Der sitzt da weiter rechts. Warum? Ah, schauen wir mal nach oben. So, was ist los?
Wo klebst du? Na, warte mal, was ist denn hier los? Ha? Ja, bestimmt ist irgendein Pisten falsch. Dadurch kriegt er so ein leicht schräges Verhalten. Ich habe auch schon überlegt, ob man hier so macht, ja, dass der da wirklich da drin ist. Oder mit einem kleinen? Also wenn man hier so. Genau da wollte ich ihn hinhaben. Vielleicht, dass man dann sowas macht. Was ist denn jetzt los? Dann, dass der hier in der Spur bleibt. Lass mal versuchen, wir gehen mal runter. Oh! So. Wie schaut's aus? Kommt ihr runter? Er kommt nicht runter, warum denn nicht? Was ist denn dein Problem da oben? Ha? Was macht der denn da? Warum ist der so schief? Oh mein Gott, jetzt bin ich hier drin. Aber vielleicht tatsächlich mit zwei Versuchen, also mit zwei Blöcken. Vielleicht ist da zu wenig Luft drin. Toll, wie soll ich jetzt hier rauskommen? Hm? Wie? Sehr fix. Ha, it's magic. Wir können es ja jetzt nochmal testen, ja? Also wir fahren jetzt dieses Teil ein, fahren hier runter, fahren wieder aus, so dass er sich da schön einhakelt, und dann fahren wir hoch. Oh, ich Idiot. Und wieder runter, schnell. So, ja, das sieht doch schon ein bisschen vernünftiger aus, oder? So, und jetzt? Welcher war es? Der hier, ne? Hallo! Was loset? Komm, lass es los! Oh wei. Ja, das Aushakeln funktioniert noch nicht so gut, würde ich sagen. Was ist denn jetzt schon wieder? So, schön, dass ihr euch hier runter bequemt, ne? Dankeschön. So, was ist das Problem? Warum? Ich kann ja auch hier unten ausprobieren. Warum kann der sich nicht aushakeln? Ja, was ist denn hier los? Das kann ja nicht funktionieren. Ja, ich habe eine Idee. Ich spreche immer von Platz lassen, ne? Erzähle ich ja immer wieder. Jetzt sollte ich das auch tun. Vielleicht sollte ich ihm ein bisschen Platz lassen. Ich probiere jetzt auch mal hier was anderes aus. So.
Kann natürlich auch so eine Drehbewegung machen. Aber wir haben den Platz eigentlich nicht. Und das kostet wieder jede Menge Ressourcen. Naja, dann ist er hier so runter und dann. Jetzt soll er. Ja, warte mal. Sollen wir dann hier auch so Stangen hier? Dass es schön glatt ist. Vielleicht ist das besser. Könntest du dir so überlegen, ob man das rollig macht, ne? Also, dass man hier so Bearings drauflegt. Würde ich eigentlich vermeiden, aber dass das so rollen kann. Wenn das jetzt nicht hilft, wäre das eine Überlegung. Schauen wir mal. Ja, das ist jetzt halt testen, testen, testen. Bis es funktioniert. So ist das halt. So, schauen wir mal. Okay, also einmal Feuer frei, um zu lösen. Dann fahren wir den netten Freund hier runter. Warte mal, was ist jetzt schon wieder? Ach so. Der muss ja hier da rein können. Die Stuselchen. Wieso? Was geht denn das denn? Der geht. Ich hoffe, dass der jetzt auch funktioniert. Aber wieso funktioniert das? Komisch. Naja, ist ja wurscht. So, jetzt ist er da drin. Ne? Das leckt jetzt auch nicht mehr so. Ja gut. Noch ist er da nicht drauf. So, und dann... Aufwärts! So, hoffen wir, dass es jetzt geht. Der da? Nee, scheiße. Zurück. Der da. Komm mal runter. Zeig. Oh, jetzt. Bam! Warum hängt der denn da jetzt wieder da oben? Ich verstehe es nicht. Ich raff's nicht. Warte mal, wir hatten ja vorhin noch einmal gesagt, dass wir das ausfahren auf zwei Stellen, ne? Ich hab da einen Gedanken gerade. Was vielleicht ein bisschen auch helfen könnte, wäre... Welcher ist welcher? Der mit den vielen Knöpfen ist es nicht. Mit den vielen Verbindungen ist es nicht, also müsste es der hier eigentlich sein. Genau. Okay, genau. So. Und zwar. Dass wir den standardmäßig auf 1 lassen, ja, das ist, glaube ich, das Problem, weil der immer so ist. Ne? Das darf ja gar nicht in diese Position zurückgehen. Das kann ja nicht funktionieren. Weil er ja hier sonst die Blockade hat. So. Und dann, wenn man dann den Schalter drückt,
dann erst fährt er auf 2 aus, also sprich auf diese Stange dann hier hin. So. Genau. Das sieht doch nice aus. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Das wäre so fein. Und überhaupt nicht gemein. So, okay. Wir brauchen Schalter. Den Schalter namens Walter. Und den verbinden wir jetzt zurück. Ne, wo bist denn jetzt reingegangen? Ah, nix da. Hier rein. Faule Sau. So, okay. Und jetzt haben wir hier, ne? Das sieht man, ne? Das fährt jetzt nicht mal so weit aus. Das fährt jetzt nur noch ein Block aus. Und standardmäßig ist der schon ausgefahren. Ich glaube, das war ein großes Problem gewesen. So, mit dem fahren wir jetzt runter, was nicht funktioniert. Warum nicht? Weil er schon ausgefahren ist. Ja, das erklärt einiges. Warum sagt mir das denn keiner von euch? Ich mache nur Spaß, gell? So, okay, ja gut. Weil das muss ja jetzt nicht perfekt sein. So, das sieht auch noch gut aus. So, okay, also runter mit dem Scheiß. So. Vielleicht können wir auch dann tatsächlich doch noch eins mit dem Ganzen runtergehen, damit das nicht so hoch ist. So, und dann haben wir jetzt den zum Ausfahren. Genau. So ist recht. Man könnte sogar... Ich habe vielleicht noch eine schöne Idee. So, und dann, genau, jetzt drücken wir den hier um noch. Oha. Was war denn da? Was ist denn jetzt passiert? Du bist einfach vorbeigezischt. Wie macht man sowas jetzt? Ach krass. Schau mal, das geht so schnell vorbei. Dann versuchen wir es mal so. Weiß ich, vielleicht Stange zu Stange ist vielleicht zu intensiv. Ja gut. Deswegen ist das so durchgeballert. Weil das Ding gar nicht weg konnte. So. Nein! Wie kommt denn da ein Sitz hin? Wer hat den da vergessen? Ah, das war ich. So, okay. Jetzt aber! Los, mein Freund! Zeig uns, wie ein Freefall funktioniert. So, und jetzt... Der da, oder? Nein, nicht der. Mensch. Der da. So. Ja gut. Hat ja super funktioniert. Hallo. Was ist denn da oben schon wieder los? Also an sich ist es schon mal geil, gell? Aber es funktioniert nicht sowieso. Jetzt hängt es da oben wieder. Ich glaube, ich kriege keinen zu viel.
Ja, der braucht da mehr Platz da oben. Okay, gut. Soll er kriegen? So, ich dachte, das schaffe ich in 2 Folgen, so ein Freefall zu bauen, von wegen. Okay, gut. Also, was war jetzt Phase? Also erstmal, da ist ein Studienweg. Ja, das ist scheiße, dass da ein Studienweg ist. Oh, wer ist denn da, der Leo? Hallo. So, dann Standard ist 2. Ja, Knopf drücken ist dann 3. Dann bauen wir das hier mal um. Auch gar nicht so schlecht, ne? Das sorgt dann auch noch mal für ein bisschen mehr Stabilität, weil das weiter außen ist. Da klaut gerade jemand die Rolle vom Tisch. Eine Spielrolle, eigentlich so ein Windschutzding für den Flur oder für Türen. So. Okay, schauen wir mal. Mein Gott. Der wievielte Versuch ist das jetzt eigentlich schon? So, okay. Schauen wir mal. Jetzt machen wir hier einen hin. Ah ne, Spot kann man. So. Okay, gut. Spot kann lösen. Dann fahren wir runter. Warum? Was ist denn jetzt schon wieder? Achso, weil wir jetzt schon 2. Das ist ja heftig. Müssen wir ja doch bis nach vorne hin. Dann versuchen wir das. So. Okay. So, runterfahren. Schön. Nein, nicht so. Wo ist denn jetzt? Was, der hat noch keinen Schalter? Haben wir den nicht reingesichert gehabt, gell? So, okay, dann hier. So, dann drücken wir Knöpfchen, ne? Fährt sich schön aus. So, das haben wir schon gemacht gehabt, okay. Ja, jetzt können wir ja mal hier testen, ja? Nur auf dieser Höhe. So, Kinderfreak voll. So, wieder einfahren. Ja! Runter. Einhaken. Jetzt fahren wir mal ganz nach oben. So. Der hier. Und? Ach, geht. Komm, das war doch jetzt nicht nur einfach Glück. Scheinbar war es einfach nur Glück. Aber warum? Oh, das sieht nach einem Desaster aus. Haha. Wie das in den Boden steckt. Sehr schön. So, aber runter. Das funktioniert wenigstens schon mal wieder gut. Na, jetzt müssen wir nur noch hinkriegen, dass er den Wagen einfach löst. Das glaube ich ja nicht. Naja, gut. Liebe Leute, ich werde mich dann noch ein bisschen dran rumfummeln. Und ich hoffe, in der nächsten Folge kann ich euch dann ja, ein funktionierendes Resultat zeigen. Und dann, ja, genau. Also, bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao.